Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung Gesundheit im Gespräch. Heute mit dem sehr wichtigen Thema Demenz. Es gibt ja häufig erste Anzeichen für Demenz und die sollte man auch wahrnehmen und man sollte sich dann zu einem Arzt seines oder einer Ärztin seines Vertrauens hinbegeben. Damit man weiß, was sind denn das für Anzeichen, wie erkenne ich die denn überhaupt und was macht ein Arzt oder sollte er machen, gibt es ja auch schon Testverfahren und Diagnoseverfahren, das erfahren Sie heute Abend von unseren medizinischen Experten. Die sitzen hier hinter mir auf dem Podium. Da haben wir zwei Mediziner eingeladen und zwar ganz rechts hier neben mir ist der Christoph Lassek, ein Neurologe, ein niedergelassener Neurologe aus der Stadt Kassel, zu uns gekommen. Herzlich willkommen, lieber Herr Lassek. Daneben, neben Herrn Lassek, sitzt Herr Dr. Christoph Schmid. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, auch niedergelassener Arzt und arbeitet hier in Kassel. Das sind die beiden medizinischen Experten. Und die Demenz, das wissen wir ja alle, ist immer noch nicht heilbar, aber es gibt doch auch relativ oder auch nicht relativ gute Medikamente, die den Verlauf der Demenz ein bisschen positiv beeinflussen können oder auch immer mehr positiv beeinflussen können. Und es gibt auch andere Therapien, die helfen und unterstützen, wie die Physiotherapie, die Ergotherapie, die psychomotorischen Therapien, die das auch tun können. Und weil das so ist, ist es auch so wichtig, so sehe ich das jedenfalls, dass die Erkrankung früh genug entdeckt wird, damit man eben auch früh genug etwas machen kann. Die Demenz ist ja nicht nur ein gesundheitliches Problem, sondern es ist auch ein allmählicher Verlust der Eigenständigkeit. Und darauf, das wissen Sie und das befürchten wir ja auch alle, wenn wir denken, an Demenz zu erkranken, muss man sich darauf einstellen. Und wie macht man das? An wen wendet man sich? Wo kann man sich beraten lassen? Dafür gibt es in Kassel und im Landkreis Kassel auch Stellen, die das tun können und die da schon viele Jahre mit Erfahrung haben. Und auch diejenigen sind hier auf dem Podium zu finden. Und zwar ist das für den Landkreis die Doris Brandstätter. Sie vertritt heute den Landkreis und den Pflegestützpunkt im Landkreis. Wird sich gleich nochmal selber vorstellen. Die zweite von links, die Dame, zweite von links. Und neben Frau Brandstätter ist der Vertreter der Stadt anwesend, der die Altenhilfeplan und die kommunale Altenhilfe hier in der Stadt vertritt. Auch hier gibt es in der Stadt eine Beratungsstelle und einen Pflegestützpunkt und da wird er nachher drüber berichten. Ganz links außen freue ich mich, dass auch Sie da sind. Das ist Frau Barthe. Frau Barthe kommt von CEDA, dem Zentrum für Menschen mit Demenz und Angehörige, tätig beim Diakonischen Werk. Und sie wird berichten, was sie anbieten kann für die Beratung, wenn es um die Demenz geht. Und wird, hoffe ich, auch ein paar Übungen uns nachher zeigen. Ja, ganz in der Mitte, last but not least, und immer wieder gerne gesehen bei uns, ist der Peter Ochs. Sie kennen ihn ja schon, diejenigen, die schon öfters bei uns waren. Er ist Journalist und wird heute die Sendung moderieren. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank bei allen, die gekommen sind, schon mal vorab, dass Sie Ihre Zeit zur Verfügung stellen und Ihr Wissen. Vielen Dank auch bei unserer Patenschaftskrankenkasse, da ganz hinten, der BKK Henschel Plus. Vielen Dank bei diesen Gebärdensprachlerinnen, die hier ja schon ganz eifrig zugange sind, damit auch die Menschen was verstehen, die nicht hören.
Und vielen Dank auch bei Clip Media, der Firma, die uns die Sendung aufnimmt, damit diejenigen, die uns heute nicht sehen oder hören können, das an den Bildschirmen, sage ich jetzt mal, also im offenen Kanal und im Internet uns anschauen können unter www.gesundheit im Gespräch oder im offenen Kanal schon gleich am 31. um 18 Uhr. Und vielen Dank an mein Team des Gesundheitsamtes für die wunderbare Vorbereitung und natürlich auch an KISS ebenfalls für die Vorbereitung. So, und nun wünsche ich Ihnen, dass Sie zunächst erstmal trotz des vielen Antrags gut zuhören können und dass Sie ganz viel fragen. Scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen, denn Sie wollen ja einiges wissen von uns. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Dr. Müller. Ich glaube, die Leiterin unseres Gesundheitsamtes muss ich Ihnen nicht vorstellen. Sie hat diese Reihe fest im Griff und auch im nächsten Jahr wollen wir wieder weitermachen. Aber heute erstmal herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung. Ich bin begeistert, der Saal platzt mal wieder aus allen Nähten. Natürlich schade für die, die keinen Sitzplatz mehr bekommen haben, aber Frau Dr. Müller sagte schon, wir wollen das Thema wieder aufgreifen und werden nochmal eine Veranstaltung anbieten. Dann kommen alle die ein bisschen früher, die heute ein bisschen später gekommen sind. Genug der langen Vorrede. Sie sollen hinterher mit Ihren Fragen an die Experten auf dem Podium zum Zuge kommen. Ich komme dann zu Ihnen runter. Nochmal der Hinweis, das ist eine Fernsehsendung. Sie sind Gäste. Wenn Sie nicht gefilmt werden wollen bei Ihrer Frage, geben Sie mir einen kleinen Wink, dann filmen wir die Tapete oder sowas in der Zeit. Das lässt sich alles machen, aber warten Sie bitte trotzdem, bis ich mit dem Mikrofon bei Ihnen bin oder die Mitarbeiterin, die sich auf dem Weg zu Ihnen durchschlagen will. An das Publikum auf der Empore, wenn Sie eine Frage haben, ist es schwierig, dass jemand hochkommt. Wir werden diese Fragen trotzdem versuchen, so gut es geht, zu beantworten. Die Experten werden die Frage dann einfach nochmal ins Mikrofon wiederholen, damit die im Fernsehen auch zu hören ist. Wäre ja blöd, wenn die Antwort zu verstehen wäre, aber man weiß gar nicht, was die Besucher gefragt haben. So, der Vorrede ist genug gewechselt. Fangen Sie einfach an. Das Wort hat der niedergelassene Neurologe Christoph Lassek. Ja, guten Abend erstmal. Ich bin gar nicht erstaunt, dass so viele da sind, weil Demenz einfach eine sehr häufige Erkrankung ist. Vorab, das gehört immer zum guten Ton. Wir Ärzte müssen inzwischen mögliche Interessenkonflikte immer zeigen. Also wir machen auch Forschungsprojekte, was Demenz betrifft und werden davon zwei Firmen unterstützt, auch finanziell zusätzlich zu dem Taschengeld, was ich von meiner Frau erhalte. Demenz ist eine sehr häufige Krankheit und die häufigste Form oder Ursache für Demenz ist die Alzheimer-Erkrankung. Sie sehen es, in Deutschland sind 1,2 Millionen Menschen betroffen von der Krankheit und gerade in Deutschland altert ja die Bevölkerung und wir haben sehr viele ältere Menschen auch in Zukunft und man schätzt, dass 2030 ungefähr 2 Millionen Menschen an der Alzheimer-Erkrankung leiden werden. Die meisten dem Alzheimer-Erkrankten leiden nicht unter der erblichen Form, viele machen sich ja Ängste auch. Der Vater ist an Demenz erkrankt, habe ich jetzt ein höheres Risiko. Das ist relativ gering erhöht, muss man ganz klar sagen. Alzheimer ist einfach häufig und deswegen hat man natürlich auch oft Betroffene in der Familie. Das Risiko steigt mit dem Alter. Ich hoffe, Sie können es so ein bisschen erkennen. Man sieht eben einfach auf dem Slide, dass, wenn Sie mal schauen, mit 65 haben Sie vielleicht ein 2%iges Risiko, die Krankheit zu bekommen. Aber wenn Sie 85 sind, dann geht das schon gegen 20%. Ja, das Risiko steigt mit zunehmendem Alter. Was ist Demenz überhaupt? Demenz ist die Überschrift. Das ist erstmal ein Symptom, keine Erkrankung. Ja? Demenz ist nicht nur, wie man so vielleicht erstmal denkt, ein reines Problem des Gedächtnisses, sondern die Patienten haben noch ganz andere Probleme. Ja? Die Persönlichkeit verändert sich, das Sozialverhalten ändert sich, Rückzugstendenzen, die Kontakte lassen nach, der Affekt, die Seele verändert sich, die Orientierung ist nicht mehr das, was sie vorher war. Also es ist nicht nur eine reine Krankheit des Gedächtnisses.
Wie können wir Demenz diagnostizieren? Dazu gehört immer ein zeitlicher Verlauf. Also von einem einmaligen Kontakt kann man jetzt noch nicht so viel sagen, sondern man sagt immer, man beobachtet den Patienten über 6 Monate, ja, testet den dann auch mehrfach. Und wenn sich das dann nach einem halben Jahr bestätigt im Test, dann kommt es erst zur Diagnose, also nicht beim ersten Kontakt. Wie geht's los oder wie kann es losgehen? Das sind eigentlich Symptome, die bei jedem von uns mal auftreten. Ja? Schlüssel vergessen. Ja? Die Sprache wird einfacher. Am Anfang ist es oft so, dass die Patienten sich zurückziehen, dass die sozialen Kontakte weniger werden. Man ist reizbarer, weil man merkt, es klappt nicht mehr so wie vorher. Und oft ist anfangs auch diese Reizbarkeit so im Vordergrund und keiner weiß, was ist denn jetzt eigentlich los mit meinem Ehepartner. Ja? Wenn dann natürlich eine Häufung kommt, zum Beispiel, dass das Essen öfter anbrennt, der Herd vergessen wird, dann wird die Sache langsam klarer. Man kann jetzt so versuchen, die Symptome so ein bisschen zu unterteilen für Demenz. Es ist, wie gesagt, nicht nur das Gedächtnis und die geistige Leistungsfähigkeit, die sich verändert, sondern auch die Alltagskompetenzen verändern sich und das Verhalten des Menschen. Ja? Wenn wir jetzt über die Kognition reden, klar, Kurzzeitgedächtnisstörungen, aber auch die Sprache kann sich verändern. Es gibt zum Beispiel auch Patienten, die haben eine Sprachstörung, eine Aphasie. Patienten sind nicht mehr so aufmerksam, sind desorientiert, finden sich vielleicht im Straßenverkehr nicht mehr so zurecht. Ja. Aber es kommen auch andere Symptome, mehr Ängste. Man sieht manchmal Gestalten, die gar nicht da sind, gerade in der Nacht, Wahnvorstellungen. Man wird apathischer. Und das andere, die Alltagskompetenzen, habe ich eben schon eigentlich so erklärt. Ne? Vieles funktioniert nicht mehr. So typische Frage von uns ist, wer macht denn die Finanzen? Ja, wenn dann es heißt, ja, das macht inzwischen der Mann, vorher hat es immer die Frau gemacht, dann ist das auch so ein Zeichen, dass da irgendetwas passiert. Wenn man es jetzt nochmal ein bisschen genauer unterteilt, die kognitiven Symptome, also nicht nur das Gedächtnis, sondern es kann auch eine Sprachstörung auftreten, kann aber auch sowas wie eine Apraxie auftreten. Apraxie nennen wir das, wenn die Handlungsabläufe nicht mehr stimmen. Beispiel, ganz banal, der Schuh wird erst zugebunden, dann angezogen. Ja? Oder man erkennt bestimmte Gesichter nicht mehr oder Personen, die man eigentlich kennen müsste, das nennen wir Agnosie. Dann kommt es eben zu Ängsten, die Patienten sind oft depressiv, wir können auch manchmal gar nicht unterscheiden, ist es überhaupt eine Demenz oder ist es einfach eine Depression. Ja? Oft sind die Symptome gerade in der Anfangsphase sehr ähnlich und es macht natürlich keinen Sinn, einen Patient auf Demenz zu behandeln, wenn es eigentlich eine Depression ist. Aber die Symptome können sehr ähnlich sein. Die Patienten verändern sich. Sie sind aggressiver, weil sie merken, ich schaffe nicht mehr alles. Ja? Können auch unruhiger werden. Ja? Bewegungsdrang, was zum Beispiel den Partner dann auch sehr nerven kann. Und es gibt auch so andere Sachen, dass sie dann auf einmal anfangen, ganz viel zu sammeln und die Gegenstände häufen sich in der Wohnung an und der Kühlschrank, wenn Sie da reingucken, das reicht dann für vier Wochen, die Lebensmittel. Aber dann vor allen Dingen auch im Spätstadium treten auch körperliche Symptome auf. Ja, wenn man länger an der Alzheimer-Erkrankung leidet, dann kommt auch oft eine Gangstörung dazu, vermehrte Stürze, die Patienten werden immobiler, sitzen dann im Rollstuhl und auch im Pflegeheim. Es ist dann oft so, dass sie auch dann auch gar nicht mehr laufen können und im Bett liegen. Ja, sie essen vielleicht auch nicht mehr ausreichend. Vom Trinken wollen wir gar nicht reden. Viele haben ja sowieso im Alter ein vermindertes Durstgefühl. Und wenn man zu wenig trinkt, macht das die geistige Leistungsfähigkeit, reduziert das erheblich. Was macht der Neurologe, wenn der Patient kommt? Man checkt jetzt natürlich erstmal ab, was ist es denn überhaupt für eine Krankheit, die hinter diesem demenziellen Syndrom steckt? Das häufigste ist eben die Demenz vom Alzheimer-Typ. Aber es gibt auch andere Krankheiten, die man sogar auch recht gut behandeln kann. Als Beispiel nenne ich jetzt einfach mal den Normaldruckhydrocephalus. Das ist hier, wie Sie es in dem Bild sehen, da kommt zu einem Aufstau im Gehirn von Nervenwasser. Das drückt auf das Gehirn und kann auch ein demenzielles Syndrom machen. Das sind auch Patienten, die dann oft schlecht laufen und eine Inkontinenz haben. Die schickt man dann zum Neurochirurg. Die kriegen so ein kleines Röhrchen ins Gehirn gelegt und dann wird das Wasser abgeleitet. Ja, und damit werden die behandeln. Was auch häufig ist, ist eine vaskuläre Demenz, wie wir es nennen. Das heißt, die Patienten haben viele Mini-Durchblutungsstörungen oder haben zum Beispiel mehrere Schlaganfälle. Ja, aber das Allerhäufigste ist die Demenz vom Alzheimer-Typ.
Was machen wir also an Untersuchungen? Die Bildgebung ist eben echt wichtig, ja, weil zum Beispiel um den Normaldruckhydrocephalus auszuschließen oder auch zu schauen, sind da viele kleine Durchblutungsstörungen. Es gibt bestimmte Laborwerte, die wir untersuchen müssen. Wichtig ist natürlich, wie wir es nennen, eine Fremdanamnese. Das heißt, wenn der Patient vor uns sitzt, kann mir meistens gar nicht so viel dazu sagen wie der Ehepartner. Ja, also es macht eigentlich keinen Sinn, wenn der Patient alleine zu uns in die Praxis kommt. Ich wollte jetzt noch ein bisschen was über die häufigste Ursache von Demenz erzählen, nämlich Demenz vom Alzheimer-Typ. Das ist Alois Alzheimer, der sozusagen sich die Demenz in der Richtung auch erforscht hat und letztendlich auch seinen Namen dafür gegeben hat, für die Krankheit. Sie sehen, das sind 70% der Patienten leiden an Alzheimer-Demenz. Was ist beim Alzheimer der Fall? Da kommt es zu einer Eiweißablagerung, das nennen wir Beta-Amyloid. Das wird nachher nochmal wichtig, wenn ich so einen kleinen Ausblick in die Zukunft gebe. Sie sehen das in so einem histologischen Schnitt, da sieht man also die Zellen und diese kleinen braunen Kreise, das sind diese Anreicherungen von Amyloid. Und es gibt bestimmte Botenstoffe im Gehirn, die auch nicht mehr ausreichend da sind. Da erzählt der Christoph Schmid nachher noch was über die medikamentöse Therapie, weil man die auch ein Stück weit ersetzen kann. Beim Alzheimer ist auch klar, es gibt genetische Ursachen schon. Es gibt ein Gen, das ApoE4-Gen. Und wenn man Genträger dafür ist, es gibt ja immer bei den Genen heterozygote und homozygote Träger, das heißt, beim homozygoten Träger hat er quasi so zwei Allele, also so zwei Untergruppen vom Gen, ja, da hat man recht hohes Risiko, Alzheimer zu bekommen. Das sind ungefähr 2% der Bevölkerung. Letztendlich kommt es zum Alzheimer, wie das Gehirn, was Sie da sehen, eben zu einer sogenannten Atrophie. Ja, sieht man auf der rechten Seite, das Hirn ist wirklich geschrumpelt, ja, kann man nicht anders sagen. Sie sehen auf der linken Seite im Vergleich ein normales Gehirn. Gut, was passiert am Anfang? Ganz kurz, oft stehen die kognitiven Symptome im Vordergrund beim Alzheimer, was wir eigentlich schon besprochen haben, Gedächtnisstörungen, man vergisst Termine, Stimmungsschwankungen, depressive Symptomatik, Rückzugstendenzen, wie wir das so nennen. Wenn die Krankheit dann fortschreitet, ist es eher so, dass sich die Persönlichkeit und das Verhalten auch ändert. Ja? Unruhe, kann die Aufgaben nicht mehr bewältigen des Alltags, Körperpflege wird vernachlässigt, es kann zu Angstzuständen kommen, zu wahnhaften Symptomen. Im Endstadium ist es dann so, da spielt die Mobilität eine erhebliche Rolle. Die Patienten sind dann oft an Rollstuhl oder Bett gebunden, brauchen Hilfe beim Waschen, Anziehen. Ja, die Inkontinenz ist dann sicherlich auch da. Und das ist dann oft so der Punkt, auch, wo die Patienten dann letztendlich im Pflegeheim aufgenommen werden. Sollen wir den Patienten die Diagnose sagen? Ich glaube, vor 30 Jahren war das immer noch so Thema, dass Ärzte sozusagen, um den Patienten zu schonen, den Patienten die Diagnose nicht mitgeteilt haben, zum Beispiel, wenn es um Tumor ging. Heute ist das ganz klar nicht mehr so. Es ist sozusagen auch unsere Pflicht, natürlich mit dem Patienten die Diagnose zu besprechen, weil der Patient hat letztendlich ein Recht darauf. Es gibt schon trotzdem manchmal Situationen in der Praxis, wo die Ehefrau zum Beispiel vorher alleine mit mir sprechen möchte. Ja? Diese Situation lehne ich eigentlich immer ab, weil in der Regel ist es so, wir können nicht über einen Patienten sprechen, ja, sondern man muss das zusammen mit dem Patienten besprechen. Wir müssen sowieso, wenn ich das im Vorgespräch irgendwelche Informationen bekomme und danach kommt dann der Patient rein, das macht eigentlich auch gar keinen Sinn, weil ich muss ja irgendetwas mit diesen Informationen anfangen können im Gespräch mit dem Patienten. Es gibt noch andere Probleme, nur ganz kurz in zwei Sätzen. Fahrtauglichkeit ist immer ein ganz wichtiges Thema. Wir wissen alle, wie schwer es uns fällt, oder fallen würde, das Auto fahren zu lassen. Trotzdem müssen wir oft mit den Betroffenen auch darüber sprechen. Und wichtig ist auch zu klären, gibt es eine Vorsorgevollmacht. Wenn die fehlt, kann es wirklich ganz schwer werden, für den Angehörigen dann auch Dinge zu regeln. Gut, was sind die Folgen letztendlich? Wir müssen immer dran denken, das sind nicht nur Folgen für den Patienten, sondern es sind eigentlich immer zwei Patienten, die vor mir sitzen. In der Regel der Ehepartner und der Betroffene, weil der Partner ist mindestens genauso betroffen wie der eigentlich Erkrankte. Ja? Es kommt immer zu Überforderungssituationen, auch finanziell, aber auch in allen Dingen des täglichen Lebens für den Angehörigen. Es ist natürlich auch eine teure Krankheit, aber das ist, finde ich, ist eher nachrangig. Ja?
Wichtiger sind eigentlich diese Überlastungssituationen für den Angehörigen, die man besprechen muss. Gut, jetzt erzählt Dr. Schmid was über die medikamentösen Therapiemöglichkeiten und ich werde dann noch so ein bisschen Ausblick in die Zukunft geben, was sozusagen in der Pipeline noch ist an Medikamenten, die gerade erforscht werden. Erstmal vielen Dank, Herr Lasek. Kommen Sie ruhig wieder hoch. So, dann will ich mich noch mal kurz vorstellen, obwohl das eingangs über die Frau Dr. Müller schon gemacht wurde. Ich komme, um es einfach zu sagen, über das Krankenhaus Merxhausen, bevor ich in die Niederlassung ging. Das ist insofern wichtig, dass man weiß, dass ich als Psychiater ein bisschen anderen Zugang zu dieser Erkrankung habe, die da sicherlich sehr viele Probleme aufwirft und sicherlich auch dazu geführt hat, dass Sie hier heute so reichlich da sind. Ich habe meine Praxis inmitten Kassel am Stern. So, ich forsche nicht aktiv und habe keine Unterstützung durch die Psychopharmaindustrie. Bin allerdings aktiv in Erforschung von Medikamentennebenwirkungen über die Universität Göttingen. Das ist aber pharmaunabhängig. So, Behandlung. Da sind wir dann bei dem Thema. Wenn Sie das ganz oben sehen, sollte man eigentlich die Erkrankung ursächlich behandeln können. Wie Herr Lasek schon sagte, ist es bei der Alzheimer-Erkrankung, der häufigsten Form, nicht möglich. Bis heute nicht möglich, weil wir die Ursachen nicht genau kennen, jedenfalls nicht so genau, dass wir die Ursache behandeln können. Daher müssen wir leider symptomatisch, das heißt die Symptome behandeln, nicht die Ursache. Damit ist es mit Heilung schon vorbei. Wir können also nur Symptome lindern, verzögern. Jetzt haben wir da verschiedene Möglichkeiten, die sind durchaus effektiv und wir werden heute auch sicherlich nicht medikamentöse sehen. Und mir ist es wichtig, auch als Arzt zu sagen, medikamentös ist nur der kleinste Baustein, wenn man so will. Das Wesentliche wird Frau Barthe sicherlich dann sagen, in der Kommunikation, in der miteinander umgehen, gibt es viel mehr, sagen wir mal, Möglichkeiten, da einiges zu bewegen. Das Medikament ist da eher nachrangig, wenn es um die Gedächtnisleistung geht. Ich habe hier noch weitere Themen aufgezeigt, da kommt dann sicherlich auch wegen der Ergotherapie nochmal die Frage dazu. Wichtig ist mir der psychotherapeutische Ansatz, das findet sich unter dem Wort Validation. Ist heute nicht so Thema, ich soll heute über Medikament reden. Trotzdem nochmal Hinweis, Selbsthilfegruppe ist mindestens so wichtig, würde ich sagen, nestbeschmutzend wie der Kontakt zum Arzt. Wir spielen da schon eine Rolle, aber nicht nur und sicherlich nicht die wichtigste. Wir sind allerdings eben unterstützend und gehören am Anfang ganz sicherlich dazu in der Einteilung, was habe ich da für eine Erkrankung, wo gehört sie hin, was ist da zu sehen, was ist da zu suchen. Und da haben Sie gemerkt, ist der Neurologe sicherlich ein ganz wichtiger Arztbesuch. Jetzt zu dem Medikament. Wir haben aktuell Medikamente, die nennen sich etwas, ich finde großspurig, Antidementiva, also gegen Demenz sollen die wirken. Wie schon gesagt, mildern die Symptome. Die hier aufgeführten Medikamentennamen sind Aricept, Exelon, Reminyl, sehen Sie hier oben, und bei leichter und bis mittlerer schweren Demenz, das hatten Sie bei Herrn Lasek bei Stadium 1 und 2 aufgeführt, bei mittlerer bis schwerer Demenz gibt es im Moment die Möglichkeit, mit Ebixa oder Axura zu behandeln. Inzwischen sind alle Medikamente vom Patentschutz frei, sodass Sie auch die Inhaltsstoffe, das wäre dann das schwierige Wort Acetylcholinesterase-Inhibitoren, oder das andere Memantine haben. Das war der Hinweis von Herrn Lasek. Hier setzt der Versuch des medikamentösen Behandelns an diesem chemischen Botenstoff in unserem Gehirn, dem Neurotransmitter Acetylcholin an oder eben an mit dem Memantine an dem Glutamat. Zugelassen sind die Medikamente beim Alzheimer-Typ und bei der gemischten Form sowie bei der Demenzform, die in Verbindung mit der Parkinson'schen Erkrankung einhergeht. Hier nochmal zur Bestätigung und auch zu finden im Internet, also dass diese Medikamente wirken. Dieser Nachweis ist wichtig, vielleicht um gleich eine Frage vorneweg zu nehmen, wegen der pflanzlichen medikamentösen Behandlung. Das Ginkgo-Extrakt ist das meistverkaufte Antidementivum in Deutschland, hält aber dieser wissenschaftlichen Beweisführung nicht stand.
Deswegen gibt es dafür kein Rezept oder nützt es wenig über ein Rezept. Allerdings wird es von den meisten Menschen gekauft, weil es in der Tat sehr gut verträglich ist. Und hier nochmal der Hinweis für die Medikamente, die wir aktuell haben, sie verzögern. Wenn Sie diese Studie ansehen, werden Sie merken, es ist von dem aus Japan kommenden Aricept oder Donepezil-Inhaltsstoff, der, sagen wir etwas furchtbare Wort, Abbauprozess des Gehirns, also mit der nachlassenden Gedächtnisleistung, wird verzögert vor ungefähr ein Jahr. So im besten Fall. Man muss dazu sagen, dass nicht bei jedem dieses Medikament so gut wirkt und es muss man ausprobieren, ob es vertragen wird. Hauptnebenwirkungen sind Übelkeit, Unruhe. Insgesamt aber sehr gut verträglich. Sie sehen hier bei dieser Studie, dass eine Testform gewählt wurde, der ADAS-Cog. Das ist ein reiner Forschungstest, den werden Sie so beim Neurologen erstmal nicht bekommen bei der Feststellung oder Diagnostik von Demenz, ist aber für wissenschaftliche Zwecke sehr gut. Die Studie selber hat noch den Vorteil, dass sie über knapp 2 Jahre ging und sagt also lang was aus. Sagt auch was aus, wie lang man behandeln sollte mit dem Medikament. Das Problem des Psychiaters bei der Demenz ist eher die Behandlung von den Verhaltensauffälligkeiten. Herr Lasek sprach im Vorfeld häufig von Depressionen, die die Diagnostik erschweren. Wenn es die Frage ist, habe ich eine Vergesslichkeit, die schon das Ausmaß einer Demenz hat? Oder habe ich eine Vergesslichkeit im Rahmen zum Beispiel einer Konzentrationsstörung bei einer schweren Depression? Das ist relativ häufig und auch für den Fachmann so schwer, dass es immer noch Prüfungsfrage ist bei der Facharztprüfung für den Psychiater, vielleicht auch für den Neurologen, jedenfalls schwer zu unterscheiden. Hier bei diesem Bild sehen Sie diese Verhaltensstörungen, die auftreten bei Demenz. Und jetzt ist es ein bisschen schwierig, dieses Bild zu verstehen. Wenn Sie die Null sehen, unten auf der X-Achse ist die Null, dann heißt es, dort an dem Tag Null wurde die Diagnose Demenz gestellt. In der Regel vom Hausarzt, in weniger häufigeren Fällen vom Neurologen oder Psychiater. Hier wurde die Diagnose gestellt, das ist ungefähr die Mitte von dem Schaubild. Auf der linken Seite sehen Sie die Häufigkeit von den auftretenden Verhaltensauffälligkeiten. Da sehen Sie in der frühen Form, bevor wir wissen, ob es um eine Demenz geht, die Depression. Hier würde man klassisch mit Antidepressiva behandeln, weil wir heute über Medikamente reden. Die weitaus häufigere Verhaltensauffälligkeit nach Diagnosestellung, sehen Sie, ist die Unruhe, die psychomotorische Unruhe. Hier kommen Medikamente zum Einsatz, das sind keine Antidementiva, das sind in der Regel Neuroleptika. Die haben ein schwieriges Profil in den Nebenwirkungen und müssen durchaus besprochen werden. Daher hier nochmal der Hinweis, dass die Neuroleptika nicht so verträglich sind und dass die besprochen werden müssen. Und deswegen sollten wir immer als Arzt mit den Betroffenen und den Angehörigen und den zuständigen Bevollmächtigten die Indikation, muss ich behandeln, ja, nein. Bei einer Demenz mit einem Antidementivum geht es relativ einfach. Bei der Frage bei einer Verhaltensauffälligkeit wird es schwieriger. Dann muss ich aufklären, was kann ich erwarten, was hat es für Nebenwirkungen, Risiko-Nutzen-Bilanz. Dann muss ich, wenn ich das Medikament ansetze, überprüfen, ob es eine Wirkung hat. Das nenne ich dann Drug Monitoring nach neuem Deutsch. Und wenn ich mir nicht sicher bin, ob das Medikament vor allem bei den Verhaltensauffälligkeiten einen Nutzen hat oder mehr Nebenwirkungen macht, dann muss ich auch mal eine Pause überlegen. Das ist die verantwortungsvolle Situation an jedes Arztes und in dem Fall jetzt des Psychiaters bei der Behandlung von der Demenz und oder der Verhaltensauffälligkeit. Hier wäre die Literaturangabe dazu, die kann ich ja nachher nochmal zeigen, wenn da Fragen sind. Herr Lasek würde jetzt weitermachen mit dem, was in naher Zukunft vielleicht als weitere Behandlungsmöglichkeiten im Raum stehen, hoffentlich mehr, als dass wir im Moment ein Medikament gegen die Vergesslichkeit, gegen die Demenz haben. Der Ausblick in die Zukunft, wobei, wie es mit der Zukunft so ist, wir wissen noch nicht, wie sie werden wird. Es gibt im Augenblick doch einige Medikamente in der sogenannten Pipeline, die im Augenblick erforscht werden und in die große Hoffnung gesetzt werden. Wir wissen aber auch noch nicht, ob sich diese Hoffnungen bestätigen, das muss man ganz klar sagen. Wie setzen diese Medikamente an? Relativ kompliziert das Slide erstmal so. Da ist sozusagen die Zeit aufgetragen gegen die
Veränderungen, die entstehen. Und wenn Sie sich jetzt mal diese Zeichnung angucken, hier wird der Patient symptomatisch mit der Demenz, ziemlich spät. Ja, also das ist so ein Worttest sozusagen, den er vielleicht dann nicht mehr so kann. Wenn wir jetzt in der Zeitachse nach vorne gehen, das nennen wir mild cognitive impairment, also eine leichte Beeinträchtigung der Kognition, dann tritt das vorher auf. Und alles, was hier vor ist, ist der Patient asymptomatisch, merkt überhaupt noch nichts. Aber es passiert schon einiges im Gehirn. Und zwar dieser Eiweißkörper, dieses Amyloid, was ich vorhin erzählt habe, was sich anreichert im Gehirn, das ist schon Jahre vor der klinischen Symptomatik, reichert sich das schon im Gehirn an. Es gibt noch so eine andere Untersuchung, die den Glukosestoffwechsel misst. Auch das passiert weit, also eine Reduktion passiert schon weit, bevor der Patient Symptome bekommt. Und wenn man eine Therapie finden will, dann wird es nur eine Therapie sein, die im Frühstadium eine Wirkung haben wird oder eventuell sogar, wenn der Patient noch gar keine klinischen Symptome hat. Das ist der Ansatz. Wenn ein Patient schon, wie ich es vorhin gezeigt habe, Persönlichkeitsveränderungen hat, vielleicht auch schon körperliche Beeinträchtigungen, da wird keine Therapie mehr was nutzen, sondern man wird versuchen, den Patienten möglichst früh abzuholen, wenn er selber noch gar nichts von der Krankheit merkt, aber diese, zum Beispiel diese Eiweißanreicherungen da sind. Das ist sozusagen die Überlegung. Dann gab es jetzt in Nature so einen Artikel. Es gibt mehrere Medikamente, die da in die Richtung untersucht werden. Nature ist schon eine ziemlich respektierte medizinische Fachzeitschrift. Dann gibt es so einen Antikörper, der heißt Aducanumab. Das ist ein Beispiel für mehrere Antikörper, die eine Wirkung haben können auf die Alzheimer-Krankheit. Und dieser Antikörper reduziert diese Amyloid-Plaques. Diese Amyloid-Plaques, ich habe vorhin das Bild schon gezeigt, sind eben diese runden Bezirke hier. Sie können sich das vorstellen von der Größe her, dass sie die Gehirnfunktion ganz erheblich beeinträchtigen können. Und hier ist das nochmal so dargestellt, diese Anreicherung von den Amyloid-Plaques. Dann gibt es auch diese Alzheimer-Fibrillen, die es dann noch gibt im Gehirn. Und letztendlich kommt es zum Zelluntergang. Ja. Das Amyloid kann man messen. Im PET, so heißt diese Untersuchung. Und man hat dieses Medikament dann geprüft gegen Placebo. Das macht man immer so bei Studien. Sie sehen das, denke ich, ganz gut. Das ist das Medikament. Hier ist die Placebo-Gruppe, also mit dem Scheinmedikament. Und Sie sehen die Wirksamkeit des Medikamentes auf das Amyloid. Ja, das ist sozusagen je nach Dosierung nochmal so ein bisschen des Medikaments, aber Sie sehen es hier im Vergleich. Rot heißt eben ganz viel Amyloid. Und in der Medikamentengruppe, Sie sehen den Unterschied, ist das eben eine deutliche Reduktion des Amyloids. Das ist der Ansatz. Was man ehrlicherweise sagen muss, was wir noch nicht genau wissen, ob das Amyloid wirklich diese ganzen Symptome macht oder ob es das Abbauprodukt von irgendetwas anderem ist, was wir noch nicht wissen. Ja? Das ist noch nicht ganz klar. Das Bild sieht auf jeden Fall gut aus. Ob die Patienten neuropsychologisch davon profitieren, wird gerade erforscht. Ja? Also es war auch in der Laienpresse, ich habe es auch in verschiedenen Sonntagszeitungen oder hier im Fokus, ich habe einfach mal die Titelseite genommen, es war schon auch Thema, diese neuen Medikamente. Anderes Thema ist noch, um die Patienten ganz früh abzufangen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es gibt sozusagen dieses Alzheimer-Gen, dieses ApoE4-Gen, das kann man auch untersuchen im Blut. Und wenn man sozusagen homozygot ist für dieses Gen, das sind gar nicht so viele Menschen, 2-3% der Menschen, dann haben die doch ein sehr deutlich erhöhtes Risiko, die Alzheimer-Krankheit zu bekommen. Das Gen zu untersuchen macht natürlich nur Sinn, wenn es irgendeine Konsequenz hat. Ja, sonst muss man sich ja wirklich überlegen, will ich wissen mit 40, sage ich mal, ob ich ein hohes Risiko für die Alzheimer-Erkrankung habe. Ist ja auch ein ethisches Problem. Wenn ich aber möglicherweise ein Medikament habe, was mir Hilfe gibt, dann macht es schon Sinn, sich untersuchen zu lassen. Sozusagen mit diesen beiden Untersuchungen, mit dem Amyloid und auch dieser humangenetischen Untersuchung, versucht man eben die Patienten so früh wie möglich, bevor sie Symptome haben, zu finden und dann mit diesen neuen Medikamenten zu behandeln. Also Hoffnung gibt es immerhin, ob sie sich bestätigt, wissen wir alle noch nicht. Wenn Sie da Interesse haben, auch an Studien, wir können Ihnen da auch bei uns weiterhelfen, können Sie sich auch melden oder Sie entsprechend auch vermitteln. Gut. Vielen Dank.
Ja, prima. Vielen Dank, Herr Lasek. Jetzt von mir gleich mal eine Frage dazu. Sie haben auf der einen Seite gesagt, es ist am besten, man erkennt es früh, weil man früh mit der Behandlung beginnen kann. Gibt es denn eine Art von Prophylaxe, wenn ich sage, ich könnte genetisch eventuell betroffen sein? Kann ich, ganz einfach gefragt, mit Verhalten, mit Sport, mit Ernährung, mit Gedächtnistraining irgendetwas unternehmen, um den Krankheitsverlauf zu mildern, hinauszuzögern oder vielleicht ganz zu bremsen? Schwierige Frage, ich weiß. Ja, kein Problem. Wenn man ganz ehrlich ist, gibt es ganz wenig Möglichkeiten. Was man weiß, egal welche Krankheit man im Alter bekommt, wenn die körperliche Auswirkungen hat, und das hat die Alzheimer-Erkrankung ja auch, macht es natürlich Sinn, sich körperlich fit zu halten, weil man, es macht Sinn, sich körperlich fit zu halten im Alter, egal welche Krankheit einen trifft, man wird sie besser ausgleichen können. Das ist natürlich sehr allgemein gesagt. Und das ist bei der Alzheimer-Erkrankung auch so. Was man auch weiß, dass ein höheres Bildungsniveau, weil man einfach das dann besser kompensieren kann, sozusagen die Symptomatik etwas verzögert. Ja? Ansonsten sind alle Untersuchungen, man hat auch mal gesagt, Tanzen hätte einen vorbeugenden Effekt, ist inzwischen auch widerlegt. Ich kenne leider sonst, muss ich Sie enttäuschen, keine vorbeugenden Maßnahmen, die da etwas nutzen. Was Alzheimer betrifft, was Demenz allgemein betrifft, ist vielleicht ein bisschen anders, weil oft gibt es ja auch die vaskulären Demenzen, ja, durch Schlaganfall. Da sind wir wieder bei der Bewegung, Risikofaktoren überprüfen lassen und einstellen lassen. Bluthochdruck merken Sie nicht, wenn Sie den haben, außer Sie messen. Ja. Sie haben ein 10-fach erhöhtes Schlaganfallrisiko, wenn Sie einen unbehandelten Bluthochdruck haben und damit natürlich auch ein höheres Risiko für eine vaskuläre Demenz. Diabetes, Cholesterin, Rauchen, alles nicht so gut. Was den Alzheimer betrifft, kann man leider da Sie nur enttäuschen, sozusagen, was die Frage betrifft. Ja, vielen Dank. Zu meiner Rechten haben wir den Herrn Andreas Hanning. Ich glaube, Sie wurden vorhin gar nicht vorgestellt von der Frau Müller, die sieht Sie zu oft, was? Vom Referat für Altenhilfe der Stadt Kassel. Herr Hanning, erzählen Sie uns doch mal kurz, was Ihr Aufgabengebiet ist. Sie kriegen gleich mein Mikro. Also Frau Dr. Müller hat mich schon vorgestellt, ohne meinen Namen zu nennen, aber das ist nicht schlimm. Das haben Sie ja jetzt nachgeholt, Herr Ochs. Ja, wieso sitze ich hier für die Stadt Kassel? Die Stadt Kassel hat natürlich ein Interesse daran, dass alle Menschen, die hier in ihr leben, auf gleiche Voraussetzungen treffen, um am gesellschaftlichen Leben sozial teilzuhaben. Und das trifft natürlich auch für Menschen mit Alterserkrankungen und speziell mit Demenzerkrankungen zu. Dieses Risiko ist bekannt. Herr Dr. Lasek hat ja mal ein paar Zahlen genannt. Vor nicht allzu langer Zeit gab es auch einen Aufmacher einer HNA zu dem Thema im Kontext des Internationalen Alzheimer-Tages. Im Moment haben wir also eine Verdachtszahl. Das ist ja keine Zahl, die regelmäßig erhoben und gemeldet wird. Also man geht davon aus, ca. 7000 Erkrankungen aktuell im Stadtgebiet. Und vor dem demografischen Hintergrund unseres Landes mit den stark steigenden Anteilen der älteren Bevölkerung, also in knapp 15 Jahren, um 2030 herum, rechnen wir mit gut 30% über 65-Jährigen und höher werdender Lebenserwartung, gibt es also aus Sicht der Stadt hier die Notwendigkeit zu handeln. Wie handelt die Stadt? In dem Rahmen, der ihr möglich ist, arbeitet sie mit an den Versorgungsstrukturen. Und Versorgungsstrukturen fangen an, da gibt es dann Schnittmengen und vielfältige Berührungspunkte. Da will ich gar nicht vorgreifen, Frau Barthe, das können Sie dann viel besser berichten. Wir setzen also erstmal im Vorfeld auf Information und Beratung. Das kann ich nachher noch vertiefen. Und wir haben in den letzten 15 Jahren, denke ich, ein ganz gutes Portfolio an Angeboten entwickelt. Die meisten Menschen möchten natürlich ihre Erkrankten in ihrem Umfeld behalten, das heißt in der Häuslichkeit. Ambulante Pflegedienste sind mit ihrem Fachpersonal auf die angemessene Versorgung von Demenzerkrankten eingerichtet. Die Beratungsstellen informieren Angehörige vorher, sich rechtzeitig zu entlasten oder bringen auch Angehörige auf den Weg zu einer Diagnostik, die dann überhaupt erst ja ein
ein angemessenes oder ein geleitetes Reagieren ermöglicht. In der Versorgung haben wir dann in der Stadt Kassel zwei Wohngruppen für Menschen mit Demenzerkrankung, sehr anspruchsvolle Projekte. Das Thema Demenz ist in der stationären Langzeitpflege, also in den Altenpflegeheimen, ein Thema. In jedem Heim gibt es einen hohen Anteil von Bewohnerinnen und Bewohnern, die mindestens als Zweitdiagnose die Diagnose Demenz haben. Und wir arbeiten auch an dem Übergangs- und Informationsmanagement, wenn Menschen aus Pflegesituationen zum Beispiel ins Akutkrankenhaus übergeben werden. Da gibt es eine enge Zusammenarbeit mit Krankenhäusern. Wir haben einen Arbeitskreis Demenz und Krankenhaus, wo wir also daran arbeiten, wie kommen die Informationen, die man benötigt, dahin, wo sie benötigt werden. Also Sie sind im Prinzip die Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und den ganzen Stellen, die mit dementen Menschen oder erkrankten Menschen arbeiten? Oder haben Sie direkten Kontakt zu Patienten? Ich selbst in meiner Funktion nicht, sondern ich arbeite auf der strukturellen Ebene. Aber wir arbeiten ganz eng zusammen, weil ich natürlich auf Hinweise angewiesen bin von den Fachkolleginnen und Kollegen. Was sind die Bedarfe? Wie entwickeln sich die Zahlen? Was gibt es für Rückmeldungen von Angehörigen? So wie die Altersbilder sich verändern, ändern sich auch Anspruchsverhalten. Und da ist die Stadt, eine Kommune wie die Stadt Kassel, da ist gut beraten, wenn sie frühzeitig die Themen aufgreift. Also ich gucke heute mindestens auf 2030, also aber auch nicht viel weiter, weil mit den Zahlen ist es immer so eine Sache. Aber wir müssen auf den Höhepunkt, der sich im Moment abzeichnet, vorbereitet sein. Und da müssen wir die Zaun- und die Grundpfähle, die müssen wir jetzt einschlagen. Und da sind wir dabei. Ja, Zaunpfähle ist gut. Das wichtige Wort ist noch gar nicht gefallen. Das kostet Geld, ne? Das kostet viel Geld. Und wenn Sie sagen, dass die Zahl der Betroffenen steigen wird und Sie können schon abschätzen, wie die bis 2030 steigen wird, wie fordert das die Verwaltung? Also zum einen haben wir ja ein soziales Sicherungssystem in unserem Land. Das ist durch die Kranken- und Pflegeversicherung im Wesentlichen erstmal abgedeckt. Bei der Pflegeversicherung haben wir das Besondere, dass die ja als einziger Zweig der Sozialversicherung ein sogenanntes Teilkaskosystem hat. Das heißt, sie deckt nicht die gesamten anfallenden Kosten ab. Das heißt, jeder, der vom Risiko Pflege ganz allgemein, losgelöst vom Thema Demenz betroffen ist, ist gehalten, auch immer einen Eigenanteil aufzubringen. Und je intensiver eine Pflegeversorgung erforderlich ist, umso intensiver wird auch der Mitteleinsatz, der Ressourceneinsatz sein. Also das eine ist Geld, bei der Demenzerkrankung geht es aber vor allen Dingen auch um die menschliche Ressource, weil wenn man als Angehöriger betroffen ist, und ich gehe mal davon aus, dass das Interesse hier so groß ist, dass eine Vielzahl von der Besucherinnen und Besucherinnen heute Abend einen ganz konkreten Verknüpfungspunkt zu der Erkrankung hat, dann weiß man, um was es da geht. Das ist also eine Krankheit, die 24 Stunden am Tag um einen ist. Und man kann froh sein, wenn man den Schlaf hat. Und auch der kann dann bei gewechseltem Tag-Nacht-Rhythmus zum Beispiel auch schon kritisch sein. Also von daher, die Verwaltung ist gefordert, die Mittel an die richtige Stelle zu bringen. Das sind nicht nur eigene Mittel. Deswegen haben wir ja zum Beispiel seit 6 Jahren auch einen Pflegestützpunkt, wie viele Kommunen in Hessen, alle kommunalen Gebietskörperschaften, wo wir gemeinsam mit Kranken- und Pflegekassen diese Beratungsarbeit leisten, damit die Leistungen an den Patienten kommen. Prima. Dann geben Sie das Mikro doch bitte an Frau Brandstätter weiter vom Landkreis Kassel. Frau Brandstätter, welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit den Menschen, mit der Zusammenarbeit mit Behörden, mit den ganzen Institutionen mit denen Sie in Berührung kommen? Ich würde gerne noch mal da anfangen und eigentlich erzählen, was wir als Pflegestützpunkt machen. Genau. Also wir beraten rund um Pflege und Versorgung, ganz einfach gesagt. Ich habe noch eine Kollegin dabei, ich bin die kommunale Mitarbeiterin, bin die Sozialarbeiterin des Pflegestützpunktes. Meine Kolleginnen sind Pflegeberaterinnen und wir zusammen beraten die Menschen, was sie machen können, wenn eine Pflegesituation eintritt. Und das geht in erster Linie wirklich damit los, wo bekomme ich Pflegeleistungen her und was mache ich, damit ich welche bekomme.
Wir helfen dabei, einen Antrag auszufüllen, den Antrag um einen Pflegegrad. So heißt es seit Januar 2017, reden wir nicht mehr von Pflegestufen, sondern reden von Pflegegrad. Und der Einstieg in den Pflegegrad ist für viele Menschen viel leichter geworden. Und Menschen mit einer Demenz finden sich häufig auch in höheren Pflegegraden wieder und erhalten somit auch entweder ein Pflegegeld, womit die Pflege finanziert werden kann, oder auch Geld, um einen Pflegedienst zu beauftragen, die Pflege durchzuführen. Wir beraten weiter, was es noch für Möglichkeiten aus der Pflegeversicherung gibt. Zum Beispiel, was bedeutet Verhinderungspflege? Ein Wort, was viele Menschen immer gar nicht gehört haben, was viele nicht kennen. Wir beraten darüber, was kann man machen, damit das Haus sicher gemacht wird. Ich kriege hier gerade Anweisungen. Langsamer? Ah, okay, gut. Also was kann man machen, damit das Haus oder die Wohnung so sicher ist, dass der Betroffene ganz lange da wohnen bleiben kann? Weil jeder Mensch möchte so lange wie möglich zu Hause wohnen. Und da kommen wir auch nach Hause, gucken uns das an und beraten zum Beispiel über Herdabsicherungssysteme, beraten darüber, was man machen kann, damit so eine Weglauftendenz oder eine Hinlauftendenz, wie wir häufig sagen, ein bisschen kontrolliert werden kann, und das alles im persönlichen Gespräch, sowohl mit den Angehörigen als auch mit den Betroffenen. Frau Brandstätter, dann streuen Sie doch mal so 2, 3 Beispiele ein. Wenn Sie sagen, Sie beraten zu solchen Themen, was raten Sie den Menschen dann? Also zum Beispiel Herdabsicherung, ganz praktisch. Ganz praktisch kann man gucken, Herdabsicherung ist möglich, also es gibt da im technischen Bereich mittlerweile wirklich ganz tolle Sachen, es ist leider immer sehr teuer, das ist der Nachteil, aber es gibt Möglichkeiten, dass man ein Herd so einstellen kann, dass er sich zum Beispiel nach 10 Minuten ausstellt. Gleichzeitig aber auch kontrolliert, wenn nur der Topf auf die Platte gestellt wird, ohne dass was drin ist oder nur ein bisschen Öl drin ist, und nach 2 Minuten ist das schon so heiß, dass eigentlich das Ganze anfangen könnte zu brennen, schaltet der Herd ab. Ich glaube, allen ist das schon mal passiert, wenn man einen Topf auf den Herd gestellt hat und angestellt hat und irgendwie weggegangen ist. Also es ist mir auch schon passiert. So eine Herdabsicherung ist eigentlich nicht nur für Menschen mit Demenz sinnvoll, sondern im Grunde für alle sehr sinnvoll. Aber es gibt, wie gesagt, da Möglichkeiten einer Herdabsicherung. Wichtig ist auch immer zu gucken, ist die Wohnung gut ausgeleuchtet? Gibt es da das ganz beliebte Thema, die Teppiche? Teppiche liegen in allen Wohnungen, sind Stolperfallen. Die Menschen möchten ihn gerne behalten, man verbindet da häufig was mit, und wir empfehlen, so einen Teppich unter Umständen wegzumachen. Wir wissen aber auch, dass es ganz häufig nicht passiert. Spielen Notrufsysteme eine Rolle? Ganz wichtig, aber bei Menschen mit Demenz, je nach Fortschreiten der Krankheit, wissen sie nicht mehr, dass sie den Knopf drücken müssen. Aber die Angehörigen könnten auf diese Weise vielleicht dann schneller Hilfe rufen, denn die, ich kann mir vorstellen, sind auch nicht immer ganz sofort wie ein Rettungssanitäter geschult und wissen, was zu machen ist im Notfall. Genau. Prima, dann danke ich Ihnen jetzt erstmal, und Sie geben das Mikro bitte noch eine Station weiter. Die Frau Batte hat versprochen, mit uns jetzt ein paar Übungen zu machen. Übungen? Oder wie Übung? Auch immer. Ja, also vielleicht darf ich mich auch erstmal vorstellen. Gerne. Und das, was wir bei dieser Krankheit auch anzubieten haben. Mhm. Ja, also wir sind Beratungs- und Anlaufstelle für Menschen mit Demenz und für Angehörige. Also für Betroffene und für Angehörige, für Ehrenamtliche, die sich engagieren möchten, Demenzbetroffene zu unterstützen und zu begleiten. Wenn ich so Revue passieren lasse, meine Zeit, in der ich in dieser Funktion tätig bin, so war das vor 15 Jahren noch ziemlich anders, dass die Leute nämlich zu uns kamen, wenn sie in einer absoluten Überforderungssituation waren. Angehörige, die gesagt haben, ich kann nicht mehr, was gibt es für Möglichkeiten, was kann ich tun, bevor ich zusammenbreche, so ungefähr. Und heute ist es so, dass Angehörige auch nach wie vor häufig kommen,
Aber dann noch in einer früheren Situation, dass aber auch Menschen zu uns kommen, die selber von Demenz betroffen sind oder glauben, von Demenz betroffen zu sein, und dass sich unser Angebot dahingehend auch ein Stück gewandelt hat. Und ich sag mal so, mein Schwerpunkt, mein Herzblut liegt bei denen, die in so einem frühen Stadium sind, vielleicht auch seitdem ich selber älter werde und mir manches vorstellen kann, was ich mir als junger Mensch nicht vorstellen habe können, nämlich auch vergesslicher zu werden, weniger Konzentration zu haben, weniger Körperkräfte zu haben, also all das, was ein junger Mensch sich nicht so vorstellen kann. Vielleicht kommt auch daher das Interesse, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, es gibt zunehmend Menschen in diesem Frühstadium, die früh erkrankt sind, die den Weg zu uns finden. Und das finde ich gut, und dazu möchte ich eigentlich weiterhin ermutigen, möchte auch ermutigen, zu den Hausärzten zu gehen, weil das immer noch die Anlaufstellen sind, die ersten. Und wir hatten auch gerade ein Projekt, wo wir versucht haben, Kasseler Hausärzte zu informieren über CEDA, unser Zentrum, als Anlauf- und Beratungsstelle. Soweit erstmal. Die Übung, weiß ich nicht wann. Gut, Sie sprachen vorhin von Bewegung. Ja. Was kann man also da tun? Wir haben ja schon gehört, was es für Möglichkeiten gibt. Und Dr. Schmid sagte ja also ganz, ganz klar, Heilung ist nicht. Und man kann die Krankheit bestenfalls medikamentös ein Stückchen beeinflussen, aufhalten, verzögern. Das finde ich auch ganz wichtig, da weiter drauf zu achten und auch in der Forschung ganz, ganz viel zu investieren. Aber im Moment ist es so, und das ist seit 15 Jahren so, seitdem ich mich mit dieser Sache befasse, und dass sich nicht sehr viel geändert hat. Und dass wir natürlich auch mit dem, was wir anzubieten haben, die Krankheit nicht wegmachen können. Wir können, auch wir können nicht heilen oder so, wir können nur begleiten, und da ist das Mittel der Wahl ist die Bewegung und ich sag mal die sozialen Kontakte. Und das ist etwas, was natürlich allen Menschen in allen Lebensphasen gut tut, aber besonders für Menschen mit einer Demenz enorm wichtig ist, weil wer sich zu Hause in seinem Ohrensessel oder vor dem Fernseher weiter abschottet und die Krankheit verleitet dazu, sich abzuschotten, ich denke, dass die Krankheit da schnell voranschreitet. Prima, vielen Dank einstweilen. So, jetzt machen wir das wahr, was ich vorhin angekündigt habe. Ich komme zu Ihnen runter. Jetzt möchte ich ganz viele Hände oben sehen, und dann möchten wir ein paar Fragen hier an das Podium stellen. Sie haben die freie Wahl, wen Sie fragen wollen, aber vielleicht weiß der andere auch was. Ich komme zu Ihnen. So, wer ist der Erste? Das ist eine Meldung, ja. Ich bin bei Ihnen. Das Mikro gebe ich nicht aus der Hand, das kriege ich nie wieder, das kenne ich. Also was Frau Barthe gesagt hat, kann ich nur bestätigen. Das ist das Stichwort Vereinsamung, und das ist wahrscheinlich mit einem Grund, warum das soziale Verhalten immer wichtiger ist. Was ich vermisst habe ich habe zwei Sachen vermisst. Die eine Sache ist das mit der Alkoholdemenz, da habe ich nichts zurückgefunden, höchstens Hinweise auf die Gehirnatrophie. Und das Zweite, was ich noch viel mehr vermisst habe, ist die Möglichkeit, auch gerade im Vorfeld, künstlerische Übungen zu machen mit Menschen mit einer leichten Demenz, insbesondere auch mit den Angehörigen. Das hat sich schon mal gezeigt in einem anderen Projekt, wovon Frau Barthe Bescheid weiß, was wir vor 4 Jahren mal gemacht haben. Es ist also durchaus möglich, gerade, ich nehme ein Beispiel, in puncto Sprachstörungen, ja, da kann man sehr viel machen. Also wie gesagt, ich würde sehr gerne nochmal fragen, warum das Thema Vereinsamung nicht mit
mitgenannt wurde in diesen ganzen Ursachen. Wer soll dazu sprechen? Also Herrn Schmid hat mir fast aus dem Herzen gesprochen, der kann vielleicht dazu was sagen. Herr Dr. Schmid. Ja, Sekunde bitte. Aber das Fernsehen nicht, das ist das Problem. Aber fragen Sie ruhig. Vorbeugungsmaßnahmen sind ja auch relativ einfache Medikamente, zum Beispiel Ginseng mit Lupa und noch anderen Substanzen vermischen, pflanzlich, die jeder kaufen kann. Da spricht man davon, dass die Durchblutungsstörungen helfen, verhindern und mindern und dass die also auch durchaus vorbeugenden Charakter haben können oder haben. Herr Dr. Schmid, haben Sie die Frage verstanden? Ja, es war nochmal die Frage nach dem Ginkgo-Extrakt. Ich habe da kurz, glaube ich, vorher drauf eingegangen, kann das aber nochmal gern sagen. Es ist das meistverkaufte Präparat in Deutschland. Also von daher glauben sehr viele dran, aber ich muss leider sagen, glauben, denn nach wissenschaftlichen Standpunkten hält es das nicht. Und das, was Sie sich wünschen als Vorbeugung, ist, denke ich, häufig der Kaufgrund. Und es ist gut verträglich, das stimmt. Und es ist so immer wieder am Rand zu dem, dass man sagt, wirkt es dann doch oder wirkt es nicht. Ich denke, dass die allopathischen Tabletten, also die Aricept oder Exelon oder die wir da haben, zwar wirksamer sind, aber solange wir nichts haben, was heilt, finde ich es durchaus vertretbar zu sagen, okay, probieren wir mit dem Ginkgo-Extrakt, denn wie gesagt, ist gut verträglich, aber zu behaupten, dass es eine vorbeugende Maßnahme und einen Schutz hat, das wäre zu viel. Das gibt das Präparat leider, leider nicht her. So, das war die eine Frage, genau, die andere zur Vereinsamung. Also ich denke durchaus, und als Psychiater gehe ich auch davon aus, dass der Mensch kein Einzelwesen ist, jedenfalls nicht in der Masse, sondern vielleicht in einigen seltenen Fällen. Aber im Wesentlichen ist der Mensch ein Gesellschaftstier, wenn ich das mal so etwas plakativ sagen darf. Von daher ja, würde ich auch sagen, einen durchaus aufhaltenden Charakter hat die Gemeinsamkeit und die Isolation eher einen verschlechternden Anteil. Wissenschaftlich ist es natürlich jetzt schwierig, so eine Studie zu machen. Und was ich leider manchmal mitbekomme, ist, dass ich einen sehr engagierten Angehörigen oder ferner Angehörigen, Bekannten habe, der dann einen beginnenden Dementen, der sich eher zurückzieht, weil ihm vieles zu viel wird, sehr aktiviert und manchmal überfordert. Man braucht also ein feines Gespür, wie viel an Aktivierung gut ist und ab wann dieses im Sinne der Überforderung bei verringertem Durchhaltevermögen oder Konzentration dann nachteilig sich auswirkt und manchmal leider auch zum eher aggressiven Abwehr führt. Dann wäre das sozusagen provokant daneben, diese Aktivierung. Also da ein gutes Maß und wir würden gern aus einem Kausalitätsbedürfnis sagen, Isolation führt zum Wahnsinn, führt zu Demenz, stimmt so nicht. Definitiv nein, es gibt keine Vereinsamungsdemenz und auch kein Isolationsparanoia, den Begriff findet man immer wieder, ist veraltet und nicht haltbar. So vielleicht gleich zur Einschränkung, so haben Sie nicht gefragt, aber gleich darauf hingewiesen, Aktivismus ja, mit Einbeziehen ja, so wie Frau Barthe sagte, ja, mit Augenmaß. Also wenn ich jemanden habe, der eher zurückhaltend ist, dann provoziere ich, wenn ich ihn hier auf die Bühne mit einem Mikro bewaffne, ist schlecht. Sie wissen, was ich damit meine, so in der Richtung. Und ja, es gibt viele Methoden, Leute einzubeziehen. Ob ich das Mittel der Musik, der Kunst, des Malens, des Miteinanders, das ist dann so, wie ich jemanden aufgrund seiner Biografie dazu bekomme. Also da gibt es ein weites Feld, habe ich nur angedeutet mit vielen Punkten. Welche Rolle spielt denn Demenz im Berufsalltag? Ihrer Grafik konnte ich vorhin entnehmen, Herr Lasek, dass es natürlich eine Frage des Lebensalters ist, wo die Prozente ansteigen von Erkrankungsfällen. Aber ich kann mir vorstellen, dass durchaus Menschen noch im aktiven Berufsleben auch schon Anzeichen spüren, davon betroffen sind. Wie schlimm sind da als Anzeichen beispielsweise Depressionen, die ja oft auch berufsbegleitend sind? Also die Depression an sich ist zumindest die viel häufigere Ursache für Berufsunfähigkeit, die Depression als Krankheit. Es gibt auch Demenz oder demenzielle Syndrome bei Menschen, die 55, 60 oder 63 sind und noch im Berufsleben stehen. Das macht sich dann auch relativ schnell bemerkbar, weil im Prinzip, egal welchen Beruf sie ausüben, heutzutage der Stress und die Anforderungen im Beruf einfach so erheblich sind, dass dann da geringe Symptome, die sich dann bemerkbar machen,
sofort zu Stress am Arbeitsplatz führen, Überforderung, Ärger mit dem Arbeitgeber und so weiter. Also wir sehen es schon, aber relativ selten, muss man sagen, weil Sie haben die Prozente gesehen, das sind nicht sehr viele Menschen mit 55 oder 60, aber es ist durchaus möglich, hatte letzte Woche auch zum Beispiel eine Patientin, wo das der Fall war. Vielen Dank. So, ich drehe mich mal im Kreis, ich komme zu Ihnen rüber. Lassen Sie mich bitte mal durch. Kommt. Bleiben Sie hinten für die Kamera. Vielleicht darf ich das noch ein bisschen ergänzen zu den Menschen, die vor ihrer Berentung von dieser Krankheit getroffen werden können. Wir haben das schon hin und wieder in unseren Gruppen und wir haben auch erfahren von diesen Menschen, dass sie einen besonderen Leidensweg gehen müssen. Denn natürlich führt im heutigen Berufsalltag es ziemlich schnell zu Auffälligkeiten, wenn jemand nicht ganz fit ist, sage ich mal. Aber dass er dann sofort eine Diagnose Demenz bekommt, das ist eher dann die Seltenheit. Und so ist der Weg erstmal, was habe ich denn jetzt? Na, ich habe keinen Burnout und ich habe auch keine Depression, aber was habe ich denn? Und die Angehörigen fragen auch, was ist denn mit dem jetzt los? Und die Arbeitskollegen, das ist schon ein relativ heftiger Leidensweg bis dahin. Und auch in jungen Jahren solch eine Krankheit zu haben, mit kleinen Kindern eventuell zu Hause, das ist schon ziemlich dramatisch. Also das, was wir erleben, und wir erleben es halt auch. Vielen Dank, Frau Batte. Ja, man sagt häufig, Demenzerkrankte leben in ihrer eigenen Welt, die mit der Realität nichts mehr zu tun haben. Die Frage an Herrn Dr. Schmid: Wenn uns diese Menschen begegnen, wie gehen wir damit um? Lassen wir sie in ihrer eigenen Welt oder konfrontieren Sie sie mit der Realität? Und was passiert dann in den Bereichen? Schwierige Frage, aber ich weiß ja auch, von wem sie kommt. Ja, also sagen wir mal, für meinen Jahrgang in der Ausbildung war man hart an der Aufklärung und sagte, das ist das A und O und ich muss aufklären, aufklären, aufklären. Dann hatten wir aber damals schon einen sehr weisen Professor, der gesagt hat, zwischen Wahrheit und Lüge ist ein weites Feld. Und wenn ich jemand habe, und das kann man durchaus jetzt sehr persönlich an, also am eigenen festmachen, wenn ich jemand habe, der mir gegenüber meine Defizite mir aufzeigt, muss ich eine große Frustrationstoleranz von vornherein haben. Ich bin Arzt, ich habe sicherlich kein so große, wenn mir jemand sagt, was ich für Fehler habe. Und das passiert automatisch, wenn mir jemand eine Reorientierung, so heißt es ja dann, ich orientiere den anderen darüber, dass es eben eine andere Welt gibt und die ist die reale, dass die eine andere Zeit hat, als er wahrgenommen hat und dass die alle Leute etwas älter sind und die Bedingungen sich geändert haben. Dann mute ich dem Betroffenen, obwohl er da Einschränkungen hat, zu, eine Anpassungsleistung, die er eigentlich durch seine Erkrankung gar nicht mehr bringen kann. Soll ich ihm jetzt also irgendwie was vorlügen? Da gibt es ja interessante Filme dazu, die sind unterhaltsam, aber dann auch schlussendlich eher eine Illusion. Das führt eher früher als später zu einem Vertrauensbruch. Merkt man sehr häufig, der beginnend Demente hat sehr häufig eine sehr gut erhaltene Gespür, ein sehr gut erhaltenes Gespür für nimmt mich jemand ernst? Oder nimmt mich jemand auf den Arm, verschaukelt er mich, kann ich ihm trauen oder nicht? Wenn ich jetzt also die Brücke benutze, um ihn eine Illusion zu bestärken, damit ich weniger Schwierigkeiten habe, dann verliere ich Vertrauen und möglicherweise dann auch kriege ich keinen Fuß mehr in die Tür, wenn ich eine Behandlung dann notwendigerweise brauche. Würde also anbieten und sagen, miteinander, wie das vorher auch schon gesagt wurde von Herrn Lasek, nicht über den Kopf des Betroffenen, sondern mit dem Betroffenen. Dann muss ich sicherlich das ein oder andere weniger scharf formulieren, diplomatischer sein, manchmal sogar etwas Abzüge machen in der Direktheit, habe dafür aber den Betroffenen mit dabei. Ich plädiere also, den Betroffenen mit einzubeziehen, auch wenn seine Welt eine etwas andere ist, und dockt dabei über das Gefühl an. Und das ist so bewährt und probat und wiederholt probiert, mehr über die Pflege als über die Ärzte, dass darüber diese Technik, dieses mit dem Betroffenen mitzumachen, etabliert ist als integrative Validation und so auch trainierbar ist. Und die Alltagsbegleiter, Krankenschwestern, Krankenpfleger, selten die Ärzte, diese Technik beherzigen und beherrschen. Ich gehe also mit dem Betroffenen in erster Linie nicht konfrontativ rein und sage, sag mal,
Weißt du denn nicht, wer ich bin? Weißt du nicht, was für ein Tag heute ist? Sag mal, weißt du überhaupt, wo wir hier sind? Also nicht so, fühlt sich so auch ganz schlecht an, sondern sag mal, oh, jetzt hast du mich aber auf dem linken Bein erwischt. Ja, wie sage ich dir denn jetzt? Ne? Und bezieht ihn schon über die Überlegung mit ein, wie bringe ich es ihm jetzt bei? Und dann merkt er selber, hoppala, irgendwas ist nicht. Und dann spiele ich sozusagen den Ball wieder zu. Sowas funktioniert gut, wenn ich die Ruhe habe, wenn ich die Nerven habe, wenn ich die Zeit habe. Als Angehöriger habe ich das nicht immer, als Außenstehender habe ich das eher, weil ich häufiger dann etwas entspannter in den Kontakt gehe. Das sind so die Vor- und Nachteile und eben eine jetzt sehr weitreichende oder weitführende Antwort, aber doch, denke ich, auf eine wichtige Frage. Ich würde das vielleicht irritierend, aber aus der Sicht der Planung ergänzen, aber aus einer persönlichen Sicht, weil ich eben nicht nur Altenhilfeplaner bin, sondern ich bin auch persönlich betroffen, meine Mutter ist an Demenz erkrankt und da habe ich also dann so beide Ebenen auch. Ja? Und ich kann das nur bestätigen, was Sie sagen, Herr Dr. Schmidt. Also Wertschätzung ist was ganz Wesentliches und aber auch so eine Form von Natürlichkeit. Also wir haben das mit meiner Mutter, als die Diagnose dann eindeutig war, noch so klar besprechen können, dass wir sagen, Mama, wir wollen mit dir so viel wie möglich gemeinsam machen und wir werden ganz viele komische Sachen erleben und da wollen wir auch lachen miteinander, weil Lachen gehört auch mit dazu. Das ist ein fürchterlich ernstes und schreckliches Thema, aber Lachen gehört nicht nur zum Leben, sondern auch zur Krankheit dazu. Und es war immer klar, wir lachen nicht über dich, sondern wir lachen mit dir. Und das ist also genau diese Form von Wertschätzung und jemanden abholen, mitnehmen. Ich rede da so leicht drüber, weil ich natürlich, wir leben 180 Kilometer auseinander, nur punktuell bei meiner Mutter bin. Wenn man mit als Angehöriger mit einem Demenzerkrankten, mit einer Demenzerkrankten zusammenlebt, ist das eine wesentlich größere Herausforderung, weil man ja gefordert ist, immer in der distanzierten Rolle zu sein, immer in der reflektierten Rolle zu sein und man ist natürlich auch Mensch. Ja, aber wenn es Ihnen gelingt, sich da immer wieder reinzuversetzen, kann ich Ihnen ganz praktisch das bestätigen. Das ist sehr hilfreich und sehr wirksam. Und ich entlastet vorhin, auch selbst. Ich habe vorhin vorne an der Wand das Wort Aggression gelesen. Das betrifft sicherlich Menschen, die im Umgang mit Angehörigen pflegend tätig sind, dass sie oft hilflos und verzweifelt sind, wenn der Patient Aggressionen entwickelt, die man selbst gar nicht nachvollziehen kann. Gibt es da Hilfsmittel, wie man oder Trainingsmethoden, jetzt frage ich den Psychologen, um diesen Umgang zu lernen? Ich muss lachen, weil ich Psychiater bin. Aber nehmt es als Kompliment, weil Psychologen doch da eher den einfühlsameren Part haben als die Ärzte, sage ich mal so. Okay, jetzt wieder zu dieser Frage der Aggression. Ist schwierig, ist ein sehr schwieriges Thema. Ich habe es leider die Folie zeigen müssen, weil das eine Studie war und die haben Aggression als eine Verhaltensauffälligkeit bei Dementen deklariert. Und da bin ich so am Zweifeln. Also häufig ist ja Aggression eine Hilflosigkeit, ja, die leider wehtut. Und machen wir es mal ein bisschen plakativ und provokativ. Vielleicht, wer schlägt, verliert. Das ist auch so ein Grundsatz. Und es tut immer weh. Das ist auch so. Auch wenn ich nachvollziehen kann, dass ich vielleicht möglicherweise das als Therapeut, und ich habe auch schon eine bekommen als Arzt, provoziert habe. Ich war in dem Fall sehr laut und habe insistiert. Also blieb am Ball und habe den überfordert. Das ist allerdings kein Grund, mir eine zu hauen. Ne? Also von daher bleibt es ein Dilemma und der richtige Umgang. Ich würde sagen, man erwartet von dem, der nicht dement ist, eigentlich mehr die Reflexion und die Zurückhaltung. Als Angehöriger ist es ganz schwierig, weil ich ständig permanent rund um die Uhr und noch moralisch belastet in dieser Fürsorge drin bin und dann sehr unter Schwierigkeiten komme und häufig mich da als Versager dann selbst erkenne und Schuldgefühle entwickle, wenn es zu solcher Aggressivität kommt. Unter Professionellen ist Aggression seitens des Profis, kommt leider auch vor, ein Kündigungsgrund. Also ein schwieriges Thema, was man prophylaktisch dafür tun kann, naja, wir alle haben ein Gefühl, wiederum auf den eigenen Bauch, und daher werde ich jetzt doch als Psychologe quasi, der ich nicht bin, antworten und sagen, auf den Bauch spüren, hören, fühlen. Ich spüre in der Regel die Spannung, weil der Demente von Haus aus eigentlich nicht aggressiv ist.
Er kommt in Anspannung und die kann ich spüren und die kann ich zum Teil auch sehen. Wenn ich sensibel genug und die Nerven habe, kann ich dann deeskalieren. Manche Sachen ergeben sich allerdings erst, wenn ich als, in dem Fall Profi, wenn ich den Betroffenen nicht kenne, zumindest die Biografie vorher habe. Also so ein dramatisches Beispiel wäre, wenn ich in der Versorgung als Mann eine Frau versorgen muss im Intimbereich und nicht weiß, dass sie da leider durch Kriegserfahrungen Übergriffe erleben musste. Dann jedem offensichtlich die Reaktion, die kommen muss, und besser, wenn ich das vorher weiß. So also etwas als mal nur angerissen und die Probleme aufgelegt, als so eine ganz klare Antwort, wie ich da umzugehen habe. Aber ich würde nochmal so verlassen auf sein Bauchgefühl. Man spürt Aggression und man weiß, wann man vorsichtiger wird und im Zweifelsfall einen Schritt zurückgeht und nochmal probiert oder hinterfragt. So vielleicht. Ja, danke schön. Ja, das ist auch wieder ein Thema, da möchte ich gerne noch was zu sagen. Demenzkranke sind aggressiv, das ist, kann man so, Dr. Schmid sagte das ja auch, dass man das so nicht stehen lassen kann, und das ist auch nicht so. Ich würde sagen, Aggression ist in der Regel auch eine Reaktion auf etwas anderes, auf etwas, was vielleicht von dem Angehörigen kommt, was vielleicht auch aus meinem Inneren kommt, ein Unwohlsein, was ich nicht anders zum Ausdruck bringen kann. Und deshalb ist es ganz wichtig, und wir tun das sehr oft, indem wir einzelne Familien auch begleiten und beraten und uns dann solche Situationen im Einzelfall dann auch sehr genau anschauen und gucken, woher kann das denn kommen und was kann man dem vielleicht auch entgegensetzen. Ja, da möchte ich nochmal direkt nachfragen, wenn jetzt Angehörige sagen, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich absolut überfordert bin, das schaukelt sich jetzt so hoch, ich komme nicht mehr ran an den Patienten oder zeitweise nicht mehr ran, mhm, und das wird gefährlich. Wie kann ich dann ganz schnell Hilfe bekommen? Ganz schnell ist immer so eine Sache, das ist auch schwierig, glaube ich. Es geht ja auch immer um Prozesse und es geht in diesem Fall halt auch um Entlastung. Wenn jemand kommt und sagt, ich kann nicht mehr und ich kann das nicht länger aushalten oder leisten, dann sagt er ja auch, ich muss zumindest punktuell hier mal rauskommen. Und da gibt es natürlich entweder durch uns, die wir auch Entlastungsangebote anbieten, aber auch durch Pflegedienste Möglichkeiten, zumindest stundenweise oder auch tagesweise durch Tagespflegen zu entlasten. Ansprechpartner Nummer eins ist dann der Hausarzt oder wer? Immer erstmal der Hausarzt, auf jeden Fall, aber wir als Beratungsstelle sind auch immer Ansprechpartner. Pflegestützpunkt ist Ansprechpartner. Pflegedienste, psychosoziale Dienste. Genau. Herr Fritsch, das würde ich auch noch mal gerne ergänzen. Also es gibt wirklich ein sehr fein gestuftes Unterstützungsangebot. Das löst nicht jedes individuelle Problem, aber der Einstieg ist immer das, darüber zu sprechen. Und so wie wir erleben, wie sich das Thema Demenz gesellschaftlich glücklicherweise weiterentwickelt hat und wesentlich weniger stigmatisiert ist als noch vor 15, 20 Jahren. Es ist also ein Stück in der Gesellschaft angekommen, wird akzeptiert. Und darauf reagieren wir auch als Stadt. Das heißt also vielfältige Beratungsangebote. Wenn Sie bei CEDA sind, sind Sie ja schon weit, weil das die Fachberatung ist. Vorgeschaltet haben wir zum Beispiel die Pflegestützpunkte, wie Frau Barthe sagte, oder in der Stadt Kassel die Beratungsstelle älter werden. Im Landkreis Kassel gibt es noch ein paar Beratungs- und Koordinierungsstellen. Das will ich gar nicht alles runterbeten, ist viel zu kompliziert. Es gibt entsprechende Verzeichnisse, die liegen teilweise heute auch aus. Und ich kann nur ermuntern, scheuen Sie sich nicht, machen Sie das Thema zum Thema, sprechen Sie es an. Und zwar je früher, desto besser, manchmal auch nur präventiv für den Fall das, weil, wie wir ja gehört haben, Auffälligkeiten in eine bestimmte Richtung sind noch längst nicht die Gewissheit darüber, dass eine Demenzerkrankung vorliegt. Es kann auch was anderes sein, aber es ist ein guter Einstieg, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen.
Die Häufigkeit ist im Alter wesentlich größer als in jüngeren Jahren. Das heißt, es gibt eine besondere Verknüpfung mit einer bestimmten Lebensphase, die sowieso an Risiken reich ist. Also es geht los mit dem Übergang von der Erwerbs- in die sogenannte Nacherwerbsphase. Es geht mit den gesellschaftlichen Anforderungen los, die da auf einen einstürzen. Sprechen Sie mal mit frisch Übergewechselten, die haben noch nie so viel Stress gehabt wie vorher, weil sie aber einen Termin den anderen jagt. Das hat auch was damit zu tun, dass die Altersbilder sich vollkommen verändern. Ja? Also Stress wird nicht weniger. Seien Sie achtsam mit sich im Rahmen des Möglichen. Bewegen Sie sich. Schalten Sie andere Risiken aus, wie alles mit Z ist ungesund, habe ich mal gelernt. Das ist nicht nur Zucker, sondern zu viel Alkohol, zu viel Fleisch, zu wenig Gemüse, hat mir übrigens ein Arzt gesagt. Also das heilt alles die Demenzerkrankung nicht, aber das sind so kleine Mosaiksteinchen, die nach meiner Überzeugung hilfreich sind. Danke, Herr Hanek. Jetzt haben wir noch, ja. Was halten Sie von Teponin? Ein Medikament, nehme ich an. Jawohl, dann will ich gleich antworten. Das war das Gleiche wie das, wiederum ist ein Ginkgo-Extrakt. Ja. Soll ich die Antwort wiederholen? Nö. Ja. Nö, ich glaube, ich ja schon. Ginkgo hatten wir schon. Ja. Bringt das was, Teponin, oder ist immer noch nicht. Rausgeworfenes Geld? Also, habe ich ja vorher schon mal gesagt, also man kann es machen im Rahmen der, wenn man sagt, wir haben ja nicht so viel Besseres, dann kann man das natürlich anbieten. Und es ist zum Glück gut verträglich, aber kostet. Und wenn Sie sagen, ich möchte alles unbedingt Gute tun, dann ist es mindestens so viel wert wie zum Beispiel eine Vitaminsammlung, die Sie als Nahrungsergänzungsmittel dann sich teuer kaufen oder Elektrolyte oder sonstige oder sehr viel ungesättigte Fettsäuren bis hin zum Fischöl oder Leinöl. Das kostet ja alles auch Geld und ist sicherlich auch alles gesund. Aber auf die Frage, auf die Gretchenfrage, hilft das im Sinne der Wissenschaft? Dann ist leider die Antwort nein. Ich habe noch mal eine Frage in puncto kognitive Verluste. Was ich in solchen Zusammenhängen heute Abend, die ich schon öfters miterlebt habe, immer wieder vermisse oder was ich als Frage stellen möchte, ist, warum wird der Verlust von kognitiven Fähigkeit so eine enorme Bedeutung gegeben? Weil in einer ganz normalen, gesunden, menschlichen Biografie stellt man doch fest, dass je älter man wird, umso vergesslicher wird man. Ja? Umso weniger ist man im Kopf aktiv. Also das, ich sage mal ganz grob, ja? Kopfaktivitäten verlagern sich mehr in Richtung Herzaktivitäten. Warum müssen wir Medikamente entwickeln, die dafür sorgen, dass die kognitiven Verluste verzögert werden? Warum? Ich kann das nicht verstehen, weil es hat eigentlich, wenn man doch guckt, woher sind wir gekommen, wohin gehen wir, ja, wenn man das in einem biografischen Zusammenhang sieht, müsste man doch eigentlich einsehen, dass das Kognitive zwar wichtig war, aber irgendwann immer weniger wichtig werden müsste, meines Erachtens. Danke. Also ich denke, da gibt es zwei, drei Sachen zu sagen. Das erste ist, wir alle steigern unsere Ansprüche an uns selbst. Ich habe so viele Patienten mit 80, die einfach meinen, sie müssen noch funktionieren wie ein Mit-40er. Ja? Das Zweite ist, wir entwickeln ja nicht Medikamente, um den normalen kognitiven Abbau zu hemmen, den normalen. Wir entwickeln Medikamente, die die Krankheit verzögern sollen oder im besten Fall heilen sollen. Und das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, das sehe ich genauso wie Sie. Das Gedächtnis altert wie das Hüftgelenk. Ja, oder das Gehirn altert wie das Hüftgelenk. Und daran muss man sich gewöhnen. Und wir haben natürlich sehr viele Patienten in unseren Praxen, die wirklich völlig normal wirken, aber meinen, sie hätten jetzt da ein Problem mit der Kognition und haben oder eine Krankheit und haben das nicht. Und oft genug sagt man eben, das ist jetzt das Alter, das ist keine Krankheit. Ja? Aber wie gesagt, die Anspruchshaltung steigt enorm, auch oft vom Ehepartner, muss man sagen. Dann ist der eine Partner vielleicht 10 Jahre älter. Ja? Die Frau ist 70, der Mann ist 80, ja? Und dann geht das nicht, dass das Gedächtnis ein bisschen schlechter ist. Ja? Das wird nicht so einfach toleriert.
will ich noch ergänzen, gerade wenn man den psychologischen Aspekt wieder nimmt und unterscheidet das Gedächtnis in verschiedene Funktionen, dann ist dieses fluidale Gedächtnis, das, was einem wegrutscht im Alter, das kann man bei mir schon sehen im Vergleich zu meinem Sohn. Das geht. Ist aber nicht krankhaft, sondern Alterungsprozess. Das, was ich ihm voraus habe, ist das kristalline Gedächtnis. Und deswegen ist es so frappierend, dass auch Leute mit schon einer fortgeschrittenen Demenz, die sich nicht abhalten haben lassen, Auto zu fahren, erstaunlicherweise gar nicht so häufig Unfälle machen. Fahrtauglich sind sie nicht, aber sie verhalten sich aufgrund ihrer Erfahrung meistens angepasst und fallen erstmal nicht auf. Immer wieder die frappierende Meldung, wie jetzt auch vor ein paar Jahren, der Franzose, der irgendwo bei Darmstadt auffällig wurde, weil ihm das Benzin ausging auf der Autobahn und wollte eigentlich nur im Elsass in das Nachbardorf, hat aber die Abbiegung nicht mehr gefunden. Also offensichtlich fluidales Gedächtnis nicht da, das Kristalline aber war gut genug mit dem Autofahren, mit dem Beherrschen. Also da würde ich auch schon Unterschiede sagen und wir genießen das doch durchaus bei der älteren Gesellschaft, von denen zu erfahren, wie es früher war. Wir profitieren ja als Jungen, dass wir Berichte bekommen, die dann sehr persönlich werden, mit der persönlichen Note, aufgrund des kristallinen Gedächtnisses, die uns dann erzählt werden können und die wir noch nicht haben. Also von daher würde ich das ein bisschen differenzieren und nicht so diese Kognition als Leistung ganz oben hin. Das sind wir zwar gewohnt in unserer Leistungsgesellschaft, aber wie Sie vollkommen recht haben, ist es nicht das Einzige. Und Sie haben nämlich heute Abend schon öfters gehört über dieses Bauch, wobei das auch ein bisschen deutsch ist, dass wir, wenn es um Gefühle geht, auf den Bauch deuten und wenn es um Verstand geht, auf den Kopf. Also beides findet ja oben statt. Also diese Integration von Bauch und Kopf jetzt im Sinne von Verstand. Ja, und gerade bei Demenz hilft uns eigentlich zu formulieren mehr über den Bauch, über das Gefühl, als nur über den Verstand. So nochmal vielleicht als Ergänzung etwas weiterführend auf diese Frage. Dankeschön. Jetzt habe ich komme gleich zu Ihnen, eine Frage hier hinten. Achso, Entschuldigung. Ich würde gerne wissen, ob man ein Demenzmedikament und ein Depressionsmedikament mischen kann oder braucht man dann bei der Depression kein Demenzmedikament oder braucht man bei dem Demenzmedikament kein Depressionsmedikament? Also es ist kein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch. Der Vorteil dieser aktuellen Antidementiva, die sind sehr gut verträglich und auch gut kombinierbar. Sie haben ihre Einschränkungen im kardiovaskulären Bereich in seltenen Fällen. Da muss man ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Für die Fortgeschrittenen hängt es mit dieser QT-Zeit zusammen. Das ist aber in der Tat was für den Fachmann. Im Zweifelsfall den Fragen, das Hausarzt heißt, also jemand, der über Medikamente ausgebildet ist, kann da weiterhelfen. Die Antidepressiva sind in aller Regel auch sehr gut kombinierbar. Wenn man die aktuell dafür zugelassenen First Line, also die in erster Linie gegeben werden, lassen sich durchaus gut kombinieren. Aber im Zweifelsfall nochmal nachfragen wegen den Interaktionen und da haben wir auch Programme, die wir da überprüfen und so weiter, das ist alles möglich, kann man. Und bitte nicht entweder oder, ich will Medikamente sparen, ist dann nicht glücklich der Ansatz. Und wie ist das mit Metformin, dem Diabetes-Medikament? Da steht in dem Beipackzettel, dass das Demenz macht. Naja, da muss man mal gucken, woher die Zusammenhänge kommen. Also direkt macht es keine Demenz. Direkt nicht. Ja, es gibt über 5 Umwegen. Aber wenn ich jetzt so anfange, Beipackzettel, die ja schlussendlich eine Art Absicherung ist der Firma, muss man ja auch sehen, dann gibt es Konstellationen, wo man in der Tat da aufpassen müsste. Aber das ist einmal äußerst selten. Also das will ich mal kurz an einem anderen Medikament, was viel breiter verbreitet ist, der Tranquilizer. Diese mitunter sehr häufig genommene Schlaftablette, natürlich nur eine, aber regelmäßig. Da steht auch ein Beipackzettel drauf, macht Demenz. Aber in unserer Wohlstandsgesellschaft ist das sehr häufig weit verbreitet und dann wird drüber hinweg. Und vorher wurden wir ja schon gefragt wegen Alkohol. Da ist es noch viel schlimmer. Wenn wir einen Beipackzettel bräuchten vom Alkohol, dann hätten wir eine Flasche in einer Kiste und der Rest ist Beipackzettel. Und wir wissen von Prominenten, dass das durchaus zur Demenz führt. Nee. Ja, ich habe folgende Frage, und zwar, es kam vorhin dieses... Fängt schon an. Ich würde gerne nochmal den Gedanken aufgreifen des kognitiven Verlustes und dagegenhalten, was mein Vorredner ja auch schon gemacht hat, und einfach so mehr auf das Bauchgefühl. Das heißt, mit dem Herzen wird man nicht dement. Das ist ja ganz klar. Und ich würde mir so wünschen, dass wir in unserer Gesellschaft, aber natürlich auch die Angehörigen, mehr Unterstützung noch kriegen, diese Herzensangelegenheit mit dem Demenzerkrankten auch zu trainieren und zu üben. Und das sage ich jetzt auch als Psychologin. Ja, vielen Dank. So.
Ja, ich habe eine Frage zu diesem APO4-Gen, was eben gerade. Hallo, hier oben. Ja. Auf der Tribüne. Und zwar mich interessiert, Sie hatten vorhin im Vortrag erwähnt, diese APO4-Gen. Würde es da nicht Sinn machen, einfach wie bei einer Frau ein Brustscreening oder so zu machen? Kriegt die Brustkrebs oder wie hat jemand Hepatitis C oder so? So etwas einfach zu untersuchen und zu wissen, bin ich demenzgefährdet, habe ich Demenz? Lässt sich das irgendwie nachweisen oder? Die Amerikaner machen das im relativ großen Stil. Die haben Datenbanken und da lassen sich auch viele registrieren. Man muss aber klar sagen, solange sie keine kausale Therapie haben, ist das Einzige, was ihnen das bringt, und das ist die Frage, ob das ein Vorteil ist, dass sie schon 20 Jahre vorher wissen, dass sie ein höheres Risiko haben, eine Demenz zu entwickeln. Ansonsten haben sie nichts davon. Das sollte man sich sehr gut überlegen, es sei denn, sie nehmen an Studien teil, wo man sozusagen die Hochrisikopatienten mit zurzeit noch Studienmedikamenten behandelt. Ansonsten halte ich das für ethisch problematisch. Übrigens dürfen diese humangenetischen Untersuchungen auch schon lange nicht mehr jeder Arzt machen, sondern dazu braucht man bei asymptomatischen Patienten auch aus diesen Gründen eine Qualifikation. Ja. Wir wissen auch gar nicht, wir kennen das bei der Chorea Huntington zum Beispiel, wenn nicht betroffene Kinder asymptomatisch sich genetisch testen lassen. Das hat alle möglichen Konsequenzen. Da gibt es Patienten, die sich suizidieren. Ja? Oder es sind ja keine Patienten, die haben ja noch gar keine Symptome, aber sie wissen dann, dass die Krankheit kommen wird. Und das würde ich doch sehr, sehr für sehr, sehr problematisch halten, sich jetzt sozusagen testen zu lassen, ohne jede Konsequenz im Augenblick. Dankeschön. Ja, aber hätte ich nicht den Vorteil, dass ich, wenn ich weiß, ich habe dieses Gen oder sonst irgendwas, dass ich dann schon früher mit einer Therapie anfange, um es noch weiter hinauszuzögern, dass es gar nicht bei mir eintreten kann? Den Vorteil hätten Sie, wenn wir eine Therapie hätten, die kausal wirkt. Die haben wir halt nicht. Ja? In dem Moment, wo wir ein Medikament haben, vielleicht auch eins von denen, über die ich berichtet habe, das eine Wirksamkeit hat, beim asymptomatischen Patienten, dann ist das total richtig, was Sie sagen. Aber im Augenblick gibt es keine wirksame Therapie beim asymptomatischen Patienten. Und Herr Schmid hat es ja vorhin erklärt, selbst bei Patienten, die unter der Erkrankung leiden, wir verzögern das Ganze sozusagen um ein Jahr im Verlauf. Und solange die Situation so ist, keine Konsequenz. So, jetzt sind wir wieder hier unten. Ja, allgemein möchte ich mal die Frage stellen. Es ist ja heute Abend sehr viel über Medikamente gesprochen worden und so. Ich hätte gern mal gewusst, ich bin 80 Jahre alt und habe Probleme die letzten Jahre mit dem Gedächtnis, Sachen, die im Moment geschehen. Aber ich kann mich an Sachen erinnern, die in meiner Jugend, in meiner Kindheit passiert sind. Da kann ich mich auf sämtliche Einzelheiten erinnern. Aber manches Mal ist es so, dass ich das, was im Augenblick aktuell ist, vergessen habe oder vergessen habe. Und ich möchte ganz einfach mal eine ganz simple Antwort haben. Ist das Demenz oder ist das nur Alterserscheinung? Ja, da will ich gleich mal so drauf antworten und sagen, das ist hier der falsche Raum dazu. Ich werde ja hier nicht vor dem Plenum, ich kann doch hier nicht in dem Plenum eine Einzelfallberatung machen, die eine diagnostische Reichweite hat und Sie zwingen mich in eine Dichotomie, ja oder nein. So funktioniert nicht Medizin. Das ist zwar populär und macht Spaß, aber dient eigentlich nicht wirklich dem Ernst, der dahinter steht. Also ich würde sagen, die Frage dann gegenüber dem Hausarzt, Psychiater, Neurologen Ihres Vertrauens, das macht Sinn. Und dann kriegen Sie eine differenzierte Antwort. Das kann ich Ihnen so sagen. Jetzt hier vor dem Plenum finde ich das ein bisschen mutig und würde erstmal sagen, danke für dieses Nach-Vorne-Gehen und würde mal so drauf nochmal vielleicht
etwas schemenhaft darauf eingehen. Das, was Sie sagen, kann man unterscheiden zwischen diesem fluidalen Gedächtnis, das ist das Hier und Jetzt, und dem kristallinen Gedächtnis. Das ist das, was ich in meinem Leben erfahren habe. Und das bleibt mir auch bei einer Demenz, die auch schon fortgeschritten ist, relativ lang zur Verfügung. Ich greife deswegen lang auf alte Erinnerungen zurück und bin dabei, in Anführungszeichen, glockenklar. Zum Hier und Jetzt bin ich mitunter ziemlich verwirrt. Das passiert bei einer Demenz. Ob Sie eine haben, bin ich überfordert hier in dieser Distanz, hier in diesem Plenum, und würde mich daher der Antwort drücken mit dem Ja oder Nein. Ich glaube, das weiß jeder von uns, wenn ihn der Partner fragt, sag mal, was haben wir am Sonntag gegessen? Da werden manche sagen, jo, Sonntag, welches Jahr? Ne? Das ist Kurzzeitgedächtnis, das ist noch nicht schlimm, oder, Herr Doktor? Aber nein, es sei denn, es war Ihr Lieblingsessen. Ja. Guten Abend. Meine Frage geht eigentlich in eine ganz andere Richtung. Wenn ein Betroffener meint, er hat eine beginnende Demenz, wie lange kann er noch rechnen, geschäftsfähig zu sein, bevor er das aberkannt bekommt? Demenz ist ja nur ein Symptom. Ursache können ganz verschiedene Krankheiten sein. Deswegen kann man die Frage allgemein ganz sicher nicht beantworten. Ja? Können ja ganz viele verschiedene Ursachen sein. Wenn Sie Normaldruckzellverlust haben, was ich vorhin erzählt habe, kann es sein, dass Sie nie geschäftsunfähig werden. Prognosen zu stellen, da müssen wir Ärzte machen das äußerst ungern. Und das ist auch richtig so bei ganz vielen verschiedenen Krankheiten, weil wir genau wissen, dass wir bei Prognosen ganz oft reinfallen und weil das überhaupt keinen Sinn macht, irgendwie zu sagen, in 2 oder in 4 Jahren oder in 3 Monaten ist das und das bei der und der Erkrankung. Ist auch gut so, ja, weil wenn man sowas Definitives sagt, ist das psychologisch sicherlich auch schwierig und wir wissen es ganz oft einfach nicht. Ja. Was wichtig ist, wenn man natürlich die Diagnose doch relativ klar ist, Demenz vom Alzheimer-Typ, dass man diese Geschichten macht, was ich vorhin kurz gesagt hatte, Vorsorgevollmacht für den Fall das. Das ist aber andererseits so auch für nicht erkrankte Menschen. Sie können auch mit 30 einen Motorradunfall haben und da wäre es gut gewesen, wenn Sie eine Vorsorgevollmacht gemacht vorher erstellt hätten. Ja? So vorbeugende Sachen für den Fall der Geschäftsunfähigkeit, das macht Sinn, aber völlig unabhängig von einer Diagnose. Und eine Prognose meiner Ansicht nach kann man nicht stellen in der Regel. Ja, das war eben der Punkt, die Vorsorgevollmacht. Das fällt meiner Mutter nämlich jetzt ein, wo eben das schon ein bisschen auf der Kippe steht. Ob sie da noch eine Chance hat, dass es anerkannt wird oder ob man ihr das schon absprechen kann. Da kann ich zu antworten. Also es ist erstmal so, dass eine Geschäftsfähigkeit nicht ohne weiteres aberkannt wird, sondern das geht so schnell gar nicht. Und ob Ihre Mutter noch eine Vorsorgevollmacht ausstellen kann oder nicht, das richtet sich in der Tat danach, was sie für eine Diagnose hat. Wenn sie die Diagnose Demenz hat, dann ist es schon schwierig, noch eine Vorsorgevollmacht auszufüllen. Dann kann es sein, dass es schon in Richtung einer Betreuung gehen wird. Da kann man sich aber auch informieren, da kann man sich bei der Betreuungsbehörde des Landkreises Kassel informieren. Man kann auch, auch natürlich bei der Betreuungsbehörde der Stadt Kassel darüber informieren. Gibt es zum Arzt gehen, jetzt alle hier, natürlich alle, die wir hier sitzen, können Sie darüber informieren. Ja, vielen Dank für diese zum Schluss ganz launige Runde, bei allem Ernst. Wir haben es geschafft. Eine Frage noch. Gut, machen wir. Eine kleine Frage noch. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Vorsorgevollmacht und einer Patientenverfügung? Wer kann mir das beantworten? Also die Vorsorgevollmacht regelt das, was Sie, regelt, dass Sie einen Menschen einsetzen, der, wenn Sie nicht mehr in der Lage sich um Ihre Angelegenheiten kümmert, Ihre Angelegenheiten übernimmt. Die Patientenverfügung regelt das, was Sie möchten. Heißt, wenn Sie sagen, ich möchte keine lebenserhaltenden Maßnahmen, ich möchte kein Antibiotika bekommen, ich möchte keine Nahrung, ich möchte keine Sonde gelegt kriegen, ich möchte kein Wasser kriegen. Das alles regeln Sie in einer Patientenverfügung. Und wenn Sie dann nicht mehr in der Lage sind, das zu äußern, dann wird der Mensch, dem Sie die Vorsorgevollmacht ausgestellt haben, das quasi gucken, dass das für Sie so auch passiert.
Also brauche ich beides, ja? Ja. Ja, vielen Dank. Frau Dr. Müller, wo ist er hin? Eben war, ach, da ist er ja. Vielen Dank, Herr Orks. Und vielen Dank, liebe Gäste, die Sie hier gewesen sind, für Ihre volle Aufmerksamkeit. Es war ein spannender Abend, auch für mich. Die Patientin, die da draußen umgekippt ist, der geht es aber wieder gut, also keine Sorge. Das ist immer schön, wenn man dann das doch noch sagen darf. Ich freue mich, dass Sie da waren, darf mich noch mal ganz herzlich hier beim Podium bedanken, bei all den Experten. Bitte noch mal ein ganz kräftiger Applaus. Und ich glaube, Sie haben ganz viel jetzt gehört, und wenn Sie sich weiter beraten lassen wollen, gibt es hier Anlaufstellen massenhaft, und Sie dürfen sich gerne an diejenigen dort vorne wenden, Sie dürfen sich ans Gesundheitsamt wenden, Sie dürfen in die www.gesundheit im Gespräch hineingucken, da können Sie auch alles nochmal nachlesen, und kommen Sie jetzt gut nach Hause, und wer möchte, der kann sich, wie gesagt, das nochmal im Internet oder im offenen Kanal anschauen am 31.10. Und wenn Sie ganz viel Lust haben für ein neues Thema, beim nächsten Mal werden wir uns über selbstverletzendes Verhalten unterhalten. Das hat auch was mit psychiatrischen Diagnose zu tun. Viele junge Frauen oder Männer, die krank sind in der Beziehung, machen solche Verhaltensweisen, und wir wollen mit Ihnen darüber sprechen. Wer also Lust hat, am 21.11. ist die Veranstaltung. Kommen Sie gut nach Hause.